wünsche ich jetzt mal im Namen der Mannschaft und von uns erstmal noch einen guten Rutsch. Bedanke mich nochmal für die tolle Unterstützung und hoffe, dass wir uns dann alle im neuen Jahr zahlreich hier wieder in der Halle treffen werden. Ja, nochmal ein eigentlich toller Jahresabschluss, was die Leistung angeht. Leider nicht mit Punkten belohnt bei mir, der Kapitän Michel Stotz und Finn Beckmann. Was bleibt bei euch hängen? Fühlt sich ein bisschen bescheiden an oder dass ihr nicht belohnt wurdet? Ja, natürlich bleibt erstmal die Niederlage an sich hängen. Extrem ärgerlich heute, wie ich finde. Ärgert mich auch wirklich sehr diesmal, weil ich finde, wir hatten genügend Chancen, auch den Sack wirklich, wirklich zuzumachen und selber nochmal zu belohnen für das ganze Jahr, für die viele Arbeit, die wir reingesteckt haben. Haben wir jetzt leider nicht geschafft, aber ich denke, trotzdem werden wir mit viel Spaß auch nächstes Jahr dann wieder loslegen und dann in Zukunft daran arbeiten, dass wir solche Situationen einfach besser zu Ende bringen. Finn, für dich, was war dieses kleine bisschen, was heute gefehlt hat? Ja, vielleicht die Kaltschnäuzigkeit gegen Ende hin. Wir erarbeiten uns eigentlich immer gute Chancen, müssen dann aber auch einfach in Kauf nehmen, dass da kein schlechter Torwart heute zwischen dem Pfosten stand. Aber nichtsdestotrotz finde ich, klar, es ist sehr ärgerlich, aber ich denke, den Aufschwung aus den letzten Wochen, den können wir auf jeden Fall mitnehmen, auch durch die Pause und dann auch wieder in die ersten Spiele dann im neuen Jahr. War ja auch nochmal ein ganz toller Jahresabschluss hier mit einer tollen Vorstellung, mit einer tollen Kulisse, tollen Unterstützung. Also wie blickt ihr auf dieses Jahr zurück? Was bleibt als Fazit in Erinnerung? Ja, zuerst mal mit der Kulisse. Deswegen machen wir den ganzen Spaß, sage ich mal, dass wir jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag hier stehen können, vor deutlich wieder über 1000 Leuten wahrscheinlich. Das macht einfach richtig Spaß. Das motiviert uns, nicht nur beim Spiel, sondern auch in den Trainingswochen und so an uns zu arbeiten, Disziplin an den Tag zu legen und einfach eine mega Unterstützung. Und ja, im ganzen Jahr bleibt natürlich das Highlight der Aufstieg hängen, aber ich denke, da haben wir jetzt auch schon mittlerweile drüber genug gesprochen. Wir haben auch schlechte Spiele gezeigt, tatsächlich auch besonders zu Beginn der Saison, aber ich denke, wir haben uns dann auch geschlossen als Mannschaft da wieder rausgearbeitet und dann auch wirklich starke Leistungen aufs Parkett gebracht und gezeigt, was wirklich in uns steckt und dass man uns nicht abschreiben darf und in Zukunft dann einfach noch mehr Punkte holen wahrscheinlich. Finn, wenn wir jetzt dann nochmal verdichtet aufs zweite Halbjahr blicken, den Start in die zweite Liga und eure Entwicklung, wie würdest du die beschreiben? Jetzt hinten raus natürlich deutlich positiv. Es fällt für mich gerade sehr schwer, irgendwie nochmal auf diesen Anfang, auf diesen Start zurückzugucken, weil wenn ich jetzt so auf das Jahr zurückblicke, fallen mir eigentlich nicht viele schwache Momente hier vor unserem Publikum ein. Ich glaube, unser großes Ziel muss es sein, weiterhin so an uns zu arbeiten, dass die Heimspiele ein Highlight bleiben, dass Konstanz gerne hier in die Halle kommt und uns unterstützt und uns dadurch auch natürlich sehr viel zurückgibt. Dann fällt die Arbeit auch viel leichter. Die Entwicklung, ich habe es, glaube ich, schon mal vor ein, zwei Wochen gesagt, wir haben einfach ein mega Vertrauen in uns selber, aber auch in die Gruppe bekommen. Und das kriegst du halt nur in der Liga durch Erfolgserlebnisse. Und da steckt halt ein Riesenberg Arbeit dahinter. Klar, was wir hier einfach unter der Woche auch immer liefern, mit welchem Ehrgeiz. Ich zitiere hier den Jörg, der gesagt hat, so ein gutes Weihnachtstraining hat er selten erlebt in seiner Karriere. Und das spricht für uns, das spricht für unsere Galligkeit, Hungrigkeit. Und das zeichnet uns halt natürlich auch als junge Mannschaft und mit diesen Fans natürlich auch aus. Dann, wenn ihr jetzt ein bisschen vorausblickt, kurze Pause, regenerieren, dann neu angreifen, das Positive jetzt mitnehmen. Was sind deine Wünsche fürs neue Jahr? Kann handballerisch sein, sportlich sein, aber auch abseits der Platte? Ja, sportlich natürlich Punkte. Das wünscht sich, glaube ich, jeder immer. Ansonsten, klar, dass alle fit bleiben, die üblichen Sachen halt, die auch sich tatsächlich dann immer fast jeder wünscht, was fast schon so Floskeln sind. Aber was ich mir tatsächlich dann sehr wünsche, ist auch, dass wir diesen Team-Spirit einfach beibehalten, weil es macht einfach wirklich extrem viel Spaß, mit den Jungs im Training zu stehen, im Kraftraum die Gewichte rumzuwerfen und dann natürlich auch auf der Platte zu stehen. Es macht Spaß, wenn wir zusammen im Bus sitzen, wenn, wie wir immer sagen, Scheißdreck geredet wird. Immer gute Stimmung. Da haben wir auch ein paar Experten für die, immer gut tun, ein bisschen gute Laune reinzubringen. Und das ist eigentlich mein größter Wunsch, dass wir das beibehalten können, weil mit diesem Arbeitsklima, sage ich mal, da können wir drauf aufbauen, da fällt jedem alles leichter und dann werden auch weiter die Erfolgserlebnisse kommen. Finn, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was zu ergänzen, Wünsche fürs neue Jahr?
ja, erstmal jetzt so die Blessuren, die jeder mit sich rumträgt, die jetzt erstmal auskurieren und dann wieder fit quasi schon in die Vorbereitung im Optimalfall starten, die 3 Wochen. Und ja, einfach, ich halte mich da kurz, fit bleiben und das alles hier noch versuchen, auch mehr noch zu genießen, um dann noch vielleicht ein bisschen befreit auch aufzuspielen und diesen Rückenwind, den wir uns jetzt ja, hart erarbeitet haben, der sehr kostbar ist, auf den Schatz müssen wir halt ja, besonders aufpassen und an dem weiterarbeiten. Und dann müssen wir natürlich noch sprechen zum Ende des Jahres. Ein riesen Dankeschön ausrichten an alle Helfer, alle Unterstützer, alle Fans. Da möchte ich gerne euch auch nochmal das Wort geben. Ihr könnt da gerne nochmal loslassen von Seiten der Mannschaft, was ihr wahrgenommen habt. Ja, also ich denke, ich kann nicht nur für die Mannschaft sprechen, sondern für den ganzen Verein, für das ganze Umfeld, wie unglaublich wichtig die Helfer hier im Hintergrund sind, die Zuschauer bei jedem Spiel und sogar bei den Auswärtsspielen, die ja von Konstanz aus ja immer ein paar Kilometer Strecke sind. Das ist einfach wirklich der Hammer. Ich denke, wir brauchen euch mehr denn je, sei es im Hintergrund, sei es einfach nur uns zuzujubeln, uns anzufeuern. Wir nehmen das wirklich wahr, was hier auch für eine Euphorie entfacht werden kann. Und wir werden alles dafür tun, das auch im nächsten Jahr wieder auf die Platte zu bringen. Und ja, mit euch dann zusammen, mit den Helfern, mit dem ganzen Umfeld, mit den Zuschauern, ja, unser großes Ziel, den Klassenerhalt dann auch wirklich zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz ja, wünsche ich jetzt mal im Namen der Mannschaft und von uns erstmal noch einen guten Rutsch. Bedanke mich nochmal für die tolle Unterstützung und hoffe, dass wir uns dann alle im neuen Jahr ja, zahlreich hier wieder in der Halle treffen werden. Finn, möchtest du noch was sagen? Hat er sehr gut gesagt. Genau so würde ich noch unterstreichen.